Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Minecraft. Nach extrem langer Pause. Ich habe mal die neue Version installiert. Die 16.2 ist momentan die aktuelle. Und habe das Texture Pack wieder mal anpassen müssen. Es gibt ja sehr viele neue Blöcke. Und ich bin ja immer mit den Texturen dieses Texture Packs nur bedingt zufrieden. Und zwar hat es andere Glastexturen. Und die gefallen mir halt nicht. Da sind so Muster im Glas und das gefällt mir immer nicht. Die passe ich immer an. Dann die Wolle. Die Wolle hat normalerweise ja einen Rand außenrum und das finde ich auch nicht so hübsch. Ich finde eine glatte Fläche hübscher. Was ist noch anders? Der Glowstone, der hat auch so ein Muster drin. Ich habe jetzt hier einen Glowstone, der auch einen Rand außen rum hat. Ich meine, man könnte den auch komplett wegmachen, dass das Ding einfach nur ein heller Stein ist. Da gibt es auch im Nether, glaube ich, einen anderen Glowstone. Jedenfalls gab es da mehrere Texturen. Die musste ich also alle auch ändern. Und was lustig ist, ich habe das natürlich dann ausprobiert, dann habe ich geschlafen hier und habe die Katze, diesen hier hatte die, ja, und dann, wenn man schläft, dann legt die sich einem auf den Bauch und schnurrt so. Ich glaube, das macht sie nicht immer, aber bei mir hat sie es gemacht und das Lustige war, dann lag hier ein Hühnerknochen. Ich glaube, die ging nachts auf Jagd und hat mir was vor die Tür gelegt. Aber ich dachte, meine Katze war weiß. Jetzt ist die grau. Ist die dreckig? Ich weiß es nicht. Ich bin mir relativ sicher, dass sie weiß war. Also entweder bin ich total bescheuert oder da ist über Nacht irgendwas passiert. Ich habe auch leider etwas gemacht. Ohne euch. Was heißt leider? Und zwar, ich saus mal hin, was wir noch machen können, also die Texturen, ich glaube, die Texturen sind in dieser Version des Texture Packs, ich benutze das John Smith Texture Pack, sind hier die Akazien, ich glaube anders. Ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, aber ich dachte, die waren eher so wie die hier. Die hatten so... Hatten die nicht nur eine andere Blattfarbe und aber so große Blätter? So eine große Blattstruktur? Es gibt da nämlich was. Einen Moment, ich mache mal ganz kurz. Optionen. Ich schmeiß mal hier. Also ich habe dieses John Smith Legacy für die 16.2. Das war das alte. Und ich habe... Es gibt hier... Das habe ich nicht benutzt. Da würde sich das Glas auch ändern. Da bräuchte ich nicht das Glas ändern. Connected Glass. Das ist gar nicht so schlecht, das Ding. Aber es ist jetzt noch nicht für die 16.2 ganz aktuell. Das hier auch nicht. Aber das hier macht was Lustiges. Wir packen das mal oben drüber. Vielleicht gefällt euch das ja auch. Mir gefällt es jedenfalls ganz gut. Fertig. Retoure. Schaut euch mal jetzt diese Bäume an. Jetzt sind die so buschig. Also das Ding, das Pack macht nichts anderes, als wie die Bäume buschiger. Ist das gut? Also ich persönlich finde das jetzt gar nicht schlecht, muss ich sagen. Mir gefällt das ganz gut. Auch der Schatten wird so. Also es funktioniert. Dass das hier so ausgefranst ist seitlich. Das macht nicht dieses buschige Pack, sondern das ist in dem John Smith jetzt so. Das war, glaube ich, vorher auch nicht so. Performance-technisch ist es, glaube ich, beeinträchtigt. Dieses buschige Texture Pack jetzt, glaube ich, uns nicht. So. Ich saus mal hier runter, weil da habe ich auch etwas
Ja, ich bin halt rumgelaufen, habe die Texturen angepasst und so und habe dann geguckt, ob das auch alles stimmt. Und dann habe ich das hier gemacht. Ich habe hier den Durchbruch gemacht. Habe hier außen ein paar von diesen Steinen platziert hier, weil hier kommt man ja. Ich habe ja hier das Schild aufgestellt hier oben. Da. Und weil wir hier zu dieser, hier unten haben wir das Holz, also von der Mine. Und irgendwie dachte ich mir, das muss ja irgendwo sein. Und dann habe ich hier mal durchgebuddelt und bin dann auf die andere Seite gekommen. Und jetzt würde ich vorschlagen, habe ich eigentlich, ne, habe ich nicht, dass ich hier noch eine Tür reinmache. Ich weiß ja nicht, was hier alles rumgammelt in der Nacht und um hier irgendwelche. Ich habe ja anfangs gedacht, es geht irgendwo hier durch. Ja, das haben wir ja auch schon mal ausprobiert in irgendeiner Folge, aber hier spielt die Musik. Ups. Ich würde sagen. Sorry, das war natürlich wieder super. Ich saus mal schnell dahinter und hol mir mal eine Tür. Dann packen wir da noch eine Tür rein. Ich weiß nicht, soll man da mal runtergehen und ein paar Schienen abbauen oder irgendwie sowas? Oder. Ich weiß. Ich habe ja schon so lange nicht mehr gespielt. Ich weiß nicht mehr, was wir machen wollten. Ich weiß gar nichts. Eine Tür reicht, gell? Sollen wir schlafen? Wir schlafen mal und wir machen mal, wir schauen mal, ob die Katze. Wie cool. Ist doch richtig nice, oder? Draußen. Da ist sie. Komm mal her zu mir. Mit der Katze. Schlechte Idee mit von dir. Oh. Jetzt gehen wir weiter. Jawohl. So, und jetzt kommen wir mal mit. Die Katze ist dumm wie Bohnenstroh. Aber bleibst du halt hier sitzen. Ich wollte sie eigentlich aufs Bett setzen, aber ich spiele doch jetzt hier nicht stundenlang mit der Mieze rum. Ich habe die nämlich hier rausgeholt, weil die immer so in der Ecke stand. Die hat mir leid getan. Jetzt habe ich sie ins Haus geholt. So, dann packen wir jetzt da unten die Tür rein. Ja gut, die kann nicht. Die so her oder nach innen? Ich denke so, oder? In dem Fall. Hier haben wir sie ja innen. Anschlagend. Ich weiß gar nicht, wie das hier war. Ah, hier geht es auch runter zu den Schienen, jawohl. Eisen und Dinge. Aber
bin hier rumgelaufen. Eben wo ich die, die Texture Pack ausprobiert habe. Bin ich hier mal ein Stück umeinander gelatscht. Und ich weiß gar nicht, waren wir hier noch gar nie. Hier ist so ein Flusslauf. Einen Moment. Ist verkehrt. Und zwar, wo war jetzt das? Bin ich so weit rumgelatscht? Weil ich dachte, keine Ahnung, jetzt finde ich es nicht mehr. Hier war nämlich, also ich bin hier so ein bisschen rumgelaufen, aber so weit bin ich nicht gelaufen eigentlich. Kann mich nicht erinnern. Da war nämlich noch mal so eine. So eine Schlucht quasi. Jetzt weiß ich nicht mehr wo. Traurig. Ich denke, ich habe es gefunden. War nämlich gar nicht so weit weg. Hier, da haben wir nämlich hier überhaupt noch gar kein Licht aufgestellt. Und deshalb liegt die Vermutung nahe, dass ich hier überhaupt noch nicht war. Bisschen Sorge, immer. Hölzchen Grenzen. Also wenn ich hier eben was abbaue, dass sich das dann alles einstürzt. Klopf hier mal. Ein, zwei Fackeln an die Wand. Hallo? Bau mal das ab. Jupp. So. Meinetwegen. Da waren da noch mehr von den Kameraden. Ich weiß. Der hat ein Stirnband. Das neue in dem Pack. Jo. Jetzt sollte ich was essen. Kartoffelchen. Reinklopfen vielleicht. Kann nicht schaden.
wilde Hund. Hallo? Also hier geht's weit runter. Lass mal eins, was klar ist. Ich will aufpassen, dass mir nicht von hinten hier gleich einer meiner Krippefreunde in die Luft sprengt. Wäre nicht das erste Mal. Ich würde gern die Jungs zum Explodieren bringen, wollte ich sagen. Licht. Ja, noch. Dass da nicht so viel Gesindel spawnt. Hier kommen wir nicht runter. Habe ich das zu Hause kaputt gemacht von dir? Hm. Wenn ich da nicht runter kann, dann kann da auch niemand anders hoch. Lassen wir das mal so. Hier machen wir noch mehr Licht. Also wir müssen aufpassen, wenn wir dann da runter gehen. Eigentlich brauche ich hier nicht unbedingt zurück, oder? Ich hätte jetzt auch da hinten raus können. Oh, es ist dunkel. Nicht unbedingt, was ich wollte. Aber wir können ja schnell pennen hier. Wir haben hier auch ein Bett. So, wunderbar. Den Knochen nicht aufnehmen. Was könnte ich denn rausschmeißen? Ich sag's mal schnell hindrehen und lege ein paar Sachen ab. Und ja gut, dann würde ich. Da ist so ein scheiß Creeper da, schau mal her. Wehe.
Du explodierst da drin, wollte ich gerade sagen. Ich pack mal schnell das weg. Die Knochen. Ah, wir haben hier sogar ein paar. Man kann, glaube ich, jetzt im Nether auch irgendwie Knochen farmen. Ich weiß noch nicht genau, wie das geht. Ich würde sagen, in der nächsten Folge machen wir drüben noch ein bisschen weiter. Ich brauche Wolle. Habe ich eigentlich irgendwo... Okay, ich habe hier Teppich. Vielleicht packe ich den drüben mal ein bisschen auf die Fackeln im Boden. Und dann baue ich mal so ein paar Dinge, stelle ich einfach so random irgendwo in diesem Haus da drüben auf. Wir machen, habe ich Lager, achso, das hat ja nicht funktioniert mit dem Lagerfeuer. Das war ja schade. Ich habe den Ofen und ich habe... Es gibt ja noch andere Öfen. Da passiert nichts anderes, als wie das, das etwas schneller heiß wird, gar wird. Die verbrauchen aber auch mehr Brennmaterial. Und deshalb denke ich, brauchen wir die nicht unbedingt. Ich glaube, ich lasse das mal so drin, oder? Mit diesen Bushi Blättern. Warum nicht? Ich finde es ganz hübsch, muss ich sagen. Hat irgendwie, keine Ahnung, bringt ein bisschen mehr Gemütlichkeit rein. Wenn irgendjemand sagt, das ist jetzt wieder so ein Ding, wo Minecraft die Blöcke verloren gehen, sozusagen. Dann können wir das ja auch jederzeit wieder ändern und ich schmeiß wieder raus. Hier habe ich noch Essen. Okay, also dann würde ich sagen, ich verabschiede mich von euch für die Folge und wir sehen uns zum nächsten wieder. Ja. Kann nicht sein, dass du immer dunkler wirst jedes Mal? Ich weiß es nicht. Aber wir werden sehen. Bis dahin, ciao. Danke fürs Dabeisein, fürs Zuschauen. Und, oh, wie der Schatten sich komisch, wenn ich mich drehe, bewegt. Das ist seltsam. Da passt was nicht. Ja, jedenfalls, danke fürs Zuschauen, fürs Dabeisein, fürs Kommentieren, fürs Liken, für alles, was ihr immer bei mir so macht. Und sorry, dass schon so lange nichts mehr gekommen ist. Aber ja, manchmal ist es halt, wie es ist. Und bis zum nächsten Mal. Ciao, euer Ed.